Apropos, was für einen Tag haben wir eigentlich jetzt? Ein Freitag! Super! Oh Gott. Dann kann ich euch hier ohne das Labhaus zeigen. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Aber wie mache ich denn das jetzt? Ich weiß wie. So, erstmal heim. Oh, geil. Dann habe ich ja doch noch einen Abriss. Mir dann noch fangen können. Supi. Ist auch nicht schwer. Also, wie gesagt, wir brauchen da auch Surfer und Kaskade, glaube ich. Und dann passt das schon. Aber jetzt kommt erstmal das Problem vom Kraftwerk. Eins nach dem anderen. Moment mal. Ja, das ist die Dankenbrücke, aber irgendwie. Ich bin ein großer Fan von der Arenaleiterin in Azuria City. Ihr Name ist Misty. Ja. Ah, da bist du. Ja, ein Team Rocket Rüffel. Ups, tut ja so leid mir. Ja, er hat ein geiles Deutsch. Du nicht verletzt, du okay? Ich schwer beschäftigt. Nicht Zeit für Reden. Nicht gut, wenn ich gesehen werden. Oh nein, du mich schon hast gesehen. Ich großes Fehler gemacht. Du redest fast wie Yoda. Hey du vergessen, dass du mich gesehen, ja? Du nichts sehen. Hören und wissen. Tschüss, Kleiner. Und tschüss. Lol. Und das in der Arena. Lol. Ach ja, genau. Und jetzt ist der auch bei der Nuggetbrücke. Genau. Cap bei Azuria City voraus. Genau. Hey, Kleiner. Ich sein von Team Rocket. Sein aus fremde Land. Trainer 1 ich sein. Ah, deswegen. Geglaubt, wenn ihr Energie mehr, mache viel Panik bei Leute. Geheim mein Auftrag sein. Ich dir nichts verraten. Doch, wenn mich besiegen, ich sein lieb und dir verrate Geheimnis. Du Kind, kämpfen das sonst. Wow. Das ist aber wirklich der allerletzte Rüpel, den wir jetzt hier bekämpfen müssen. Wenn wir den besiegt haben, dann sehen wir wirklich gar keinen mehr. Boah, ich hoffe, das reicht aus. Und wehe, du machst Flügelschlag oder noch schlimmer Konfusstrahl. Okay, hast Gott sei Dank das nicht überlebt. Oh, nein, glaub nicht, ich kann. Stark sehr du sein. Ich nix Gegner für dich. Wieder redet geil. Okay, verraten dir meine Geheimnis. Spule gestohlen von mir, versteckt in Arena der Azuria City. Wasser sein gutes Versteck, in Mitte von Arena Wasser sein. Bub, du mich vergessen nicht. Besiege dir wird Team Rocket tun. Werden kommen aus Johto, meine Freunde. Rechnen sie werden tun. Und die Musik hat aufgehört. Was du sagen? Team Rocket nix mehr gibt? Kaputt gemacht, du sagen? Ja, vor allem kaputt gemacht. Oh nein, ich tun, was sie jetzt machen. Ja, einfach abhauen. Und so dumm wie Team Rocket ist, hat es natürlich uns wieder einen Hinweis gegeben. Und ich glaube, hier befindet sich die Spule. Genau. Basis-Items. Okay. Also, hier müsste das sein, ne? Genau. Ein Maschinenteil für das Kraftwerk. Und nicht wundern, hier ist noch niemand in der Arena, aber das kommt noch, das kommt noch. Ich glaube, wenn ich jetzt das Problem beim Kraftwerk gelöst habe, dann müsste eigentlich dann auch was hier geben. Sammelst du Orden der Pokémon-Arenen von Kanto? Ja, ich bin dabei. Das ist mein Ziel jetzt. Ja, doch. Obwohl, ich wollte ja noch niemanden hier ansprechen. Hehe, mein Fehler, tut mir leid. Wo gehe ich hin? Quatsch. Ich wollte da zum Kraftwerk. Ja, zumindest habe ich hier auf dieser Route jetzt schon mal alle Trainer gemacht. Ist an sich schon mal gut.
Ne, also dann werde ich euch das auch noch gleich zeigen. Mit dem Lapras. Weil es ist ja jetzt Freitag. Wer weiß, wann mir da nochmal die Möglichkeit anbietet, euch das Lapras zu zeigen. Obwohl, ich glaube, ich werde hier mal Superschutz aktivieren, genau. So, und ich habe eure gestohlene Spule wieder. Kann ich auch hier durch? Ja, sehr gut. Ist eine kleine Abkürzung. So, Direktor, was sagst du denn jetzt? Ha! Oh ja! Das ist die fehlende Spule meines geliebten Generators. Du hast sie gefunden? Haha, danke! Als Belohnung gebe ich dir diese TM. Und das dürfte Blitzkanone sein. TM07 enthält Blitzkanone, eine sehr starke Attacke. Sie ist nicht sehr präzise, aber du kannst jemanden damit ordentlich schmoren. Ja, gut für Elektro-Pokémons. Unter anderem, aber naja, habe ich ja jetzt keins im Team. Oder kann irgendjemand die Attacke jetzt erlernen? Blitzkanone. Was stand da als Infotext? Gegner wird paralysiert. Ja, finde ich praktisch. Auch Simsala könnte es. Ich könnte Genesung wegmachen. Mach ich, glaube ich, auch. Obwohl. Nee, mach ich nicht. Nee. Ich behalte sie einfach nur so. So, jetzt habe ich das Problem ja hier gelöst. Jetzt weiß ich nicht. Ach nee, ich kann ja hier nicht weiter nach rechts. Stimmt ja. Aber es gibt Umwege. Aber, oh Gott, da muss ich aber jetzt schon die ganzen Routen jetzt schon machen. Ich weiß jetzt nicht, kann ich von hier aus nach rechts? Ja, doch. So, was ist das für ein Haus? Das Flugblatt ist zerrissen. Es ist nicht mehr lesbar. Schön. Okay, dann. Achso, verschlossen. Es ist verriegelt. Toll. Ja, okay. Dann mache ich die Route schon mal. Wir repräsentieren die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Hier kommst du unter die Räder. Oder ihr. Einen roten. Ein Biker, der ein rotes, ein grünes und ein blaues Motorrad hat. Geil. Body Slam! Wehe, wenn du das überlebst. Gut. Ah, es hat auch gleich ein Level Up. Oh Gott, vier Pokémon. Ja, moi, wenn's unbedingt sein muss. Aber ich vermute, er hat nur Smogons im Team. Jupp. Okay, dann mache ich jetzt auch die Route schon mal. Dann brauche ich die im späteren Verlauf nicht mehr machen. Ist auch gut. Und dein letztes Pokémon ist auch wieder ein Smogon. Wetten wir? Jupp. Level 30. Body Slam. Oh, dachte ich mir schon. Entschuldigung. Naja. Das Ordnungsamt hat unseren Tunnelpfad zuschütten lassen. Das ängstigt mich. Oh. Deswegen standen da die Typen davor. Okay. Flammacher. Oh. Ja, okay. Ich versuch's trotzdem mal mit Poison Slam.
Jawohl, unbesiegt. Sehr gut. Und auch Level Up. Sehr gut. Vergib mir. Wie die auf einmal so nett sind zu mir. Stahlaus, komm bitte nach vorne. Wir sind die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Das hat schon dein Kollege gesagt. Nehmt dich in Acht. Nö, nicht wirklich. Ich habe keine Angst vor euch. So schwach wie ihr seid. Oh Gott, zwei Pokémon. Oh, das geht noch. Oh, schon wieder ein Smogon. Oh nee. Warum nur? Kopfnuss. Bam. Und jetzt hat er überlebt. Super. Ah, Mann. Walzer. Ging daneben. Super. Finale. Dein Fehler. Wow, es hat 10 KP abgezogen. Und noch ein Smogon. Okay, komm, dann bin ich mal ein bisschen hart und setz direkt mal einen Knirscher ein. Gut, das reicht aus. Wow, entschuldige. Ich sag ja, die haben alle erst vorher die große Klappe und dann nichts dahinter. Ja, ja. Das sind mir hier die richtigen. Wie funktioniert der Magnetzug? Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, wir brauchen da auch ein spezielles Item dafür. Irgendwie ein, so einen Führerschein oder so. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig mehr. Walzer, komm, geh bitte durch. Danke. Kreideschrei, yay. Sink halt meine Verteidigung. Gut. Dein erstes Pokémon ist besiegt und dein letztes folgt zugleich, auch wenn es ein Slimewalk ist. Wow, Pfund. Knirscher. Wow. Okay. Kopfnuss. Gut. Ich möchte nur den Magnetzug sehen. Ja, dann geht doch dahin, meine Fresse. Wir kommen nicht ohne Strom aus. Das Kraftwerk versorgt uns mit Strom. Ja, das Problem habe ich behoben. Und nur ich, klar? Ich habe keine fremde Hilfe dafür beanspruchen müssen. Okay. Das ist jetzt an sich nicht so gut. Dann wechsle ich mal kurz zu Tonopto. Und setze jetzt bitte keine Donnerwelle ein. Okay, Ultraschall ist erlaubt. Flammrad. Beschleunige ich das Ganze hier mal ein bisschen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat er auch nur dreimal ein Magnetilo. Und? Jupp. Okay. Aber naja, solange ich Tonopto im Team habe, passt alles. Oh, ich trinke mal eine Kleinigkeit. Ah. Und dein letztes Pokémon ist natürlich wieder Magnetilo. Wer hätte es gedacht? Flammrad, und besiegt bist du. Jawohl. Verschwende
Verschwende keinen Strom. Das werde ich schon nicht machen, keine Panik. Und was ist das für eine Beere? Also, eine Antipap-Beere. Ja, wenn ich wieder demnächst paralysiert bin, dann passt das. So, Flinkklaue gebe ich jetzt mal mit Absicht Stahl aus. Damit es an sich auch mal ein bisschen schneller ist. Damit steigt nämlich die Initiative. Oh, super. Und wir sind in der Bahn, ja. Und ich musste den Felstunnel jetzt an sich nicht machen. Geil. Aber die Trainer mache ich hier trotzdem noch. Und nein, hier in der zweiten Generation gibt es im Felstunnel keine Trainer mehr. Haha. Das weiß ich nämlich noch. Oh, mach mal. Hui. Level 35. Yay. Was mache ich denn da? Oh komm, Eisenschweif. Dürfte eigentlich auch ein bisschen wehtun. Ja. Sehr gut. Aber ich fände das eigentlich auch sehr gut, dass die normalen Trainer hier ab der zweiten Generation jetzt auch die Tausch-Pokémon haben. Das finde ich gut so. Hachi! Gesundheit! Route 10, Azuria, CT, Lavandia. Du magst Pokémon, nicht wahr? Ja, ich auch. Schön zu wissen. Auch wenn du ein Wanderer bist. Ah ne, Pokéfan. Okay. Oh, Warlord. Oh Gott, hoffentlich muss ich jetzt keine Wasserattacke. Dann setze ich nämlich mal Kopfnuss ein. Ja, dachte ich mir. Au, ja, okay. Obwohl, das ist vierfach Schwäche. Ah, nee, Quatsch. Nur zweifach Schwäche. Das hat voll viel was dir gebracht, dass du jetzt eine Beere eingesetzt hast. Nämlich so gut wie gar nichts. Ich gebe zu, ich habe verloren. Das ist schön, dass du es zugibst. Genau. Und hier kann ich eigentlich schon alle ansprechen, weil ich jetzt in Lavandia an sich nicht nochmal hingehen. Es gibt keine Musik... Ach Quatsch. Was lese ich da? Es gibt eine Musiksendung im Radio, die Melodien auf der Pokéflöte sendet. Ach ja? Ach, dein Radio braucht ein Zusatzset, damit du das empfangen kannst. Genau. Angelo. Ernsthaft? Schon wieder? Ja, die wollen es jetzt aber wissen. Aber nö, mache ich jetzt nicht. Schnell heilen. Dann hole ich mir jetzt das Zusatzset. Dann erwecke ich das schlafende Relaxo. Dann zeige ich euch Marmoria City komplett. Hol dann da schon den ersten Orden. Und dann werde ich noch Lapras euch zeigen. Genau. Der Intendant der Radiostation war hoch erfreut. Er sagte, sie seien wieder auf Sendung, weil das Kraftwerk wieder einwandfrei arbeite. Jupp. Im Norden von Lavandia ist der Felstunnel. Er führt zum Kraftwerk. Ja, ich habe einen kleinen Umweg gemacht. Ein recht beeindruckendes Gebäude, nicht? Das ist der Radioturm von Kanto. Achso, das ist jetzt ein Radioturm. Die liebliche lilafarbene Stadt. Ach so, dann haben die das auch umgeändert. Also in der ersten Generation war das noch ein Geisterturm. Kanto Radiostation, Tatsache. Deine Lieblingsprogramme zu jeder Tages- und Nachtzeit. LOL. Okay. Mit einer Pokéflöte wächst du schlafende Pokémon. Jeder Trainer muss das wissen. In der Tat. Waisenhaus für Pokémon von Lavandia. Und das ist ein Topsy. Es gibt kaltherzige Menschen. Oh ja, aber auch in Wirklichkeit gibt es sie, die einfach ihre Pokémon im Stich lassen. Großvater nimmt die armen, heimatlosen Pokémon auf und sorgt für sie. Das finde ich auch gut so.
ein Idorino! Und ein Eindorn. Also wenn es in Wirklichkeit Pokémon geben würde, ich würde mein Pokémon-Team auch pflegen und sehr behutsam sein. Hier wohnt Mr. Fuji, aber er ist jetzt nicht zu Hause. Er müsste in der Ruhestätte sein. Ja, okay. In Kanto werden viele gute Radioprogramme gesendet. Lavandia ist eine ruhige, kleine Stadt am Fuße der Berge. In letzter Zeit ist es durch den Bau des Radioturms etwas geschäftiger geworden. Ja, freut euch doch. Hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bewerte die Namen deiner Pokémon. Soll ich einen Namen bewerten? Nein, danke. Okay, du kannst mich immer besuchen. Jojo. So. Die Leute kommen von überall her, um den Seen dahin gegangener Pokémon Respekt zu erweisen. Das sollte man auch tun. Ruhestätte. Mögen die Seen der Pokémon hier in Frieden ruhen. Ach so, dann ist das jetzt eine Ruhestätte. Ah ja, man sieht es auch. Ich besuche mit meiner Mutter die Grabmale der Pokémon. Lass uns beten, meine Lieben. Gut. Die Pokémon, die bei mir lebten, ich hatte sie so lieb wie meine Enkelkinder. Das glaube ich dir. Ich glaube, hier liegen noch andere Pokémon begraben. Es gibt viele Kammern, die nur Mr. Fuji betreten darf. Sei willkommen. Du scheinst deine Pokémon mit Sorgfalt zu und Liebe aufzuziehen. Solche, die Pokémon verehren, zollen hier den dahingegangenen Pokémon ihren Respekt. Bekunde bitte dein Beileid für die Seen der dahingegangenen Pokémon. Das habe ich schon gerade gemacht. Ich bin sicher, das macht sie glücklich. Jupp. Aber die Kraftscheine können wir nicht anquatschen. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier in den Radioturm. Und klären das jetzt ab. Viele Menschen arbeiten sehr hart im Radioturm. Sie müssen ihr Bestes geben für eine gute Sendung. Ja, das sollte man auch tun. Willkommen, schau dich auf dieser Etage ruhig um. Hi, mein Freund. Ich bin der tolle Musikredakteur. Was? Dein Pokécom kann meine Musiksendung nicht empfangen? Wie traurig. Wenn du dir ein Zusatzset besorgst, empfängst du meine Sendungen. Hol es dir bald. Jo, und ich glaube, von ihm bekommen wir das. Ha! Dann bist du René, der das Problem mit dem Kraftwerk gelöst hat. Jo. Dir habe ich es zu verdanken, dass ich nicht arbeitslos wurde. Du bist mein Lebensretter. Zum Dank gebe ich dir das hier. Ja, da haben wir das Zusatzset. Aber wie gesagt, der Typ, der gibt euch das nur, wenn ihr das Problem im Kraftwerk gelöst habt, ne? Damit kannst du die Radioprogramme in Kanto empfangen. Hahaha. Na, da ist ja jemand happy jetzt. Du darfst leider nur das Erdgeschoss erkunden. Seit der Radioturm in Johto von einer Verbrechergang besetzt wurde, mussten wir unsere Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Ja, das ist verständlich. So, und jetzt müssen wir ihn hier nochmal ansprechen. Hi, mein Freund, ich bin der tolle Musikredakteur. Ja, ja. Bla, 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 das hast du schon gesagt. Sei so frei und lausche der schönen Melodie. Ach so. Okay. Dann haben wir das jetzt. Habe ich denn hier? Ja, da ist auch der Soundtrack der Pokémon-Flöte. Sehr gut. Und das brauchen wir auch. Weil dann kann ich euch nämlich jetzt das schaffende Relaxo auch mal zeigen.